So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars Fall of the Republic. Ich muss gestehen, so viel fault hier gerade nicht. Also ich muss sagen, wir sind gut dabei. Hier ein paar davon rausgezaubert. Die hier rausgezaubert. Den Kollegen. Noch ein paar hiervon. Allein zum Abfangen. Ich denke, das wäre solide. Holen uns hier noch ein paar kleinere Schiffe mit raus. Und schauen mal, wie wir die Sache hier gewinnen. Also wir sehen, wir sind gut dabei. Die Flotte ist quasi nicht mehr existent. Finde ich also nicht verkehrt. Das kann man so mal machen, wenn man da Lust und Laune drauf hat. Würde jetzt aber auch mal sagen, dass alle unsere Bomber ruhig mal hier auf diese Station gehen können. Weil die ist schon so ein bisschen im Weg, ne? Ist ja auch nicht schön. Sammeln für einen Angriff. So, die ganzen kleineren Schiffe machen wir jetzt auch mal weg. Das erspart uns nämlich auch die ganzen fiesen Jäger, die spawnen. Und die sind auch unangenehm, diese Jäger. Ziel erfasst. So, und dann kann mein Schiff eigentlich hier auch mal ein bisschen nach vorne plöschen, zusammen mit dem Schiff. Sie nähern sich schnell. Und den Schiffen. Sir, ich habe einen. Und den Schiffen und den Schiffen. Ich finde, wir sollten uns alle ein Stück auf sie zubewegen und unser Bestes geben. Gefecht bereit. Dass die noch nicht gesagt haben, gut, dann verdünnisiere ich mich, macht mich ja ein bisschen stutzig. Bleibt in Formation. Ausgezeichneter Schuss. Genau, da können wir mal hier angreifen. Noch mehr Gegner. Ich habe einen. Ich will das ja auch ein bisschen loswerden. Die Schiffe können mal hier auch ein Stück nach vorne. Sir, unser Antrieb ist zerstört. Da hauen sie ab. Will ich sie auch gar nicht lange aufhalten? Wobei, doch, dich will ich aufhalten. Ach, verdammt. Schade. Hab ich nicht schnell genug gesehen. Das ist doof. Die greifen bei Itor an. Hier drüben. Das können sie gern versuchen. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Das ist natürlich vollkommen legitim, das dürfen die gerne mal machen. Weil dann fliegt ja unsere Flotte hier wieder zurück. Diese kleinen Schlawiner. Konstruktion abgeschlossen. Ich meine, mir soll das egal sein. Meine Flotte ist unterwegs, die mit der mache ich trotzdem so viel Kohle, wie ich brauche. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Fangen wir an. Fangen wir an, ehe es beendet ist. Es ist ein Hin und Her hier vorne, hier oben. So, du bombardierst mal bitte hier. Kommt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Hier, die hier noch dazu. Maximale Einheitenkapazität erreicht. So, die greifen mal bitte hier an. Die schnappen sich den Kollegen. Und die greifen den Kollegen an. Zum Angriff. Und zack, haben wir auch ihre Flotte etwas dezimiert. Jawohl, geht doch. So möchte ich das sehen. Jetzt kann ich hier wieder aufbauen. Konstruktion abgeschlossen. Und kann diese hübsche Flotte wieder nach hier hinten schicken. Denn da ist immer noch keine Hyper Velocity Gun. So, der Boden ist relativ, also einigermaßen gut gesichert, würde ich behaupten. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Die kriegen wir doch. Die haben gedacht, dass sie jetzt sicher sind, aber das sind sie nicht. Die sind so gut wie erledigt, sind die. Mit mir nicht, meine Lieben, mit mir nicht. Wählt eure Verstärkung. So, du und du und du. Du. Hier vorne noch eine ganze Batterie an kleineren Schiffen, bitte. Maximale Einheitenkapazität. Und da sind wir. Überraschung. Schön, euch wiederzusehen, Freunde. Ist mir eine Freude. Fast schon ein Fest. So, die ersten Schiffe sind gleich wieder weg. So muss das ja auch. Die schnappen sich mal den Dude. Die schnappen sich mal den Dude. Und die schnappen sich mal den Dude. Unsere Startrampe wurde ausgeschaltet. Weil das sind fiese geonosianische Jäger, die mag niemand so richtig. Sie haben unsere Laser erwischt. So, die hätte ich gerne weg. Greift die von hinten an. Diese geonosianischen Schiffe machen mich ja allgemein ein wenig fertig. Schade, ich dachte, wir kriegen mehr weg. Was wir brauchen, ist so ein, So ein Raumkreuzer hier, diese Dingskreuzer, diese Nabumskreuzer. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst genau, was ich meine. Konstruktion abgeschlossen. So, hier rüsten wir noch ein bisschen auf. Ich weiß nicht, was haben wir hier noch an Flotte? Der Kollege sollte eigentlich auch ein bisschen was zur Verstärkung kriegen. So. Fahrzeug wird produziert. Genau, hier wird was produziert. Konstruktion abgeschlossen. Fahrzeug wird produziert. Da auch nochmal, damit wir unsere zweite Offensivflotte ein bisschen ausbessern können. Weil das, was wir jetzt hier haben, ist noch nicht so dolle. Das ist noch nicht das Wahre. Ich meine, die ist gut, die ist schlagfertig, aber bei Kato Nemudia, das ist aber doof. Das fühle ich jetzt aber noch nicht so. Das finde ich frech. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Das finde ich wirklich frech, weil das ist pures Unterschätzen meiner Stärke. Was soll denn das? Da sticheln die mich und das auch noch so lachhaft. Tschö. Das finde ich gar nicht gut. Da müssen wir was machen. Rein da.
So, meine gesamte Flotte wird sich ja immer zurückziehen. Die Hyper Velocity Gun. Genau. Der schnappt sich den. Verstärkung unterwegs. Hoffe ich. Jawohl. Verstärkung unterwegs. So. Die mal nach hier vorne. Ich hoffe inständig, dass unsere Hyper Velocity Gun wenigstens zwei Providence Cruiser wegmacht, bevor die bei uns sind. Die kommen auch mal damit nach hier vorne. Wir könnten das mit ein bisschen Glück schaffen. Hyper-V-Geschütz verfügbar. Wir haben zwei getroffen, aber nicht gut genug. Zumindest sollte es uns die Jäger ein wenig vom Hals halten. Roger, bestätigt. So, die gehen auf Steuerung 1, Steuerung 2 und Steuerung 3. Der kommt nach hier, der kommt nach hier. Und der Kleine, der hier, der kommt mal nach hier. Die hätte ich gerne da, den hätte ich gern da. Und ich hoffe, dass meine Hyper Velocity Gun jetzt hier noch ein bisschen Schaden macht. Werde beschossen. Das fände ich ganz schnucklig. Und der schnappt sich bitte mal den Dude. Jawolla. Den da hätte ich gerne weg. Zieht ihr Feuer auf euch, Angriffsformation. Der greift den an. Verfolgt die Nachzügler. Jawohl. Super. Raumstation wird angegriffen. Feind in Reichweite. Zack, die Bomber unterstützen hier. Der greift da an. Verstanden. Die TIE Fighter greift, schnappen sich die Bomber. Habe verstanden. Die 1 greift hier bitte mit ein. Die greifen hier bitte mit an. Der schnappt sich den Dude. Die 3 greift hier bitte auch mal mit an. Ich verliere. Ah, die Bomber sind ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Da kann man nicht viel machen. Das Doofe ist, die haben hier halt auch noch einen Hangar, ne? Zack, die greifen hier an, die greifen hier an. So, kurze Pause. Ihr schnappt euch den, ihr schnappt euch bitte den. Die sind wieder Steuerung 1. Machen weiter. Ich bin an ihnen dran. Sammeln für einen anderen. Der hier hinten ist ein Fall für unsere Hyper Velocity Gun. Ich habe noch mehr Gegner. Das hier ist so gut wie erledigt. Ich hätte gern die Fighter Bay erledigt. So, den schnappen wir uns noch. Ich hab sie im Visier. Zack, gewonnen. Und das sogar ohne Verstärkung, was mich ein bisschen stolz macht. Weil ich wollte ja sowieso noch die Basis ausbauen. Vielleicht kriegen wir das dann auch nochmal ein bisschen aufgehübscht hin. Konstruktion abgeschlossen. So, was sagt meine neue kleine Flotte hier? Immer noch nicht so das coole Wahre hier. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Wumms hinter. Ja, das hätte ich gern. Ein bisschen mehr Wumms. Die nach hier, die nach da. Mhm.
Hirnau. Maigito, Monolins, die hätte ich gerne beide noch. Guck mal, da haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. Wobei ich das jetzt gerne für noch einen Supersternzerstörer unten in der Ecke hier aufbewahren würde. Denn wir haben hier immer noch Flotten im Bau. Right, Sir. Und wenn wir das haben, können wir einmal angreifen. So, das ist doch schon mal ganz ansehnlich. 5, 3, 1, 3. Hier nochmal einer. Konstruktion abgeschlossen. Fürs Erste ist das okay. So, bei Corellia machen wir uns jetzt mal nochmal zwei davon. Hier wird nochmal aufgerüstet. Konstruktion abgeschlossen. Und über Corellia können wir dann hier ein bisschen, ne? Gucken, wie wir das hinkriegen. Fondor und Devaron würde ich gerne sehr schnell fallen sehen. Adjusting course. I did not enjoy that. Konstruktion abgeschlossen. So. Der kann nämlich hier ganz gut verteidigen. Okay, da fliegt was auf Borderweed zu. Das kann nach hier. Alle Schiffe zur Verteidigung. Währenddessen planen wir unseren Angriff hier unten. Und ich würde sagen, die rücken nochmal nach hier vor. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Das beginnen wir. Sollte recht schnell gehen. Wir kämpfen jetzt nicht direkt gegen die... doch, klar, jetzt kämpfen wir gegen die Konföderation unabhängiger Systeme. Sekunde, das haben wir gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Kavusch. So. Die sind gleich weg. Alle Schiffe feuerfrei. Haben wir gewonnen. Das ist schön. So, das heißt, die können jetzt nach hier. Wir gucken uns gleich mal Devaron an. Und dann gehen wir so langsam hier so rüber. Fondor möchte ich als erstes fallen sehen. Okay, das sollten wir eigentlich ziemlich leicht hinkriegen. Ist jetzt nicht die stärkste Flotte. Ich habe vor dem Tag Angst, wo die hinkriegen, die Malevolence-Schiffe in großen Zahlen bauen zu können. So, die nach hier. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. So. Verstärkung unterwegs. Alle Bomber nach hier. Die Jäger kommen bitte nach da. Die Jäger kommen bitte nach da. Die kommen bitte nach hier. Die TIE Fighter kommen bitte nach dort. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Die Show beginnt in wenigen Minuten. So, die greifen bitte mal hier an. Steuerung 1. Dann haben wir hier Steuerung 2. Steuerung 2 darf, ups, die angreifen. Steuerung 3 greift sich mal den Dude. Unsere Raumstation wird angegriffen. Hyper-V-Geschütz verfügbar. Ja, guck mal. Hyper-V-Geschütz
Feuer. Jawohl, die sind weg. Die greifen hier an, die greifen hier an, du da. Du schnappst dir den Kollegen. Die verwickeln hier die ganzen Schiffe in Kampf. Der hier ist erledigt, noch bevor er überhaupt angekommen ist. Jawalla. Das läuft erschreckend gut. Tigerschwader hier. Bin im Anflug für eine zweite Runde. So. Erfasse Ziel. Wird abgefangen. Werde beschossen. Die greifen bitte mal hier noch mit an. Bin an ihnen dran. Schalte Ziel aus. Genau, die greifen jetzt auch hier mit an. Zack, die schnappen sich den Kollegen nochmal. Der Herr Velocity macht den gleich fertig. Bleibt in Formation. Die schnappen sich den. Greift die von hinten an. Die schnappen sich den. Jetzt habe ich sie. Ich bin an ihnen dran. Und zack, der hier ist gleich weg. Ich habe sie im Visier. Bin im Anflug für eine zweite Runde. Zack, und zum Angriff. So, die nächsten bitte hier hin. Die schnappen sich den Kollegen. Diese Tri-Dingsbums-Schiffe, die sind am schlimmsten, finde ich. Die machen am meisten Stress. Wo ist der denn hin? Keinen Ausweg mehr. Verlasse Formation. Zieht ihr Feuer auf euch. Ja, komm schon. Mach Boom. Warum machst du nicht Boom? Angriffsformation. Verfolgt die Nachzügler. Sammeln für einen Angriff. Ich finde, unsere Verteidigungsstrategie bei Camino ist ganz okay. Könnte ausbaufähiger sein. Wird abgefangen. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann auch den Gegenschlag ausüben. Weil bisher rutschen wir immer in so ein leichtes. In diese leichte Defensivposition. Was absolut nicht das ist, wo ich hin will. Dieses ganze Defensivding, das macht nur Probleme. So. Die sind hier jetzt auch nicht unbedingt gut ausgestattet. Das heißt, wir rutschen hier weiter nach da. Gucken mal, dass wir hier nochmal zwei davon bauen. Aufbau läuft. Taktisches Gefecht steht kurz. Zack. Das Devaron-System zum Angriff. Ich möchte sie leiden sehen, diese kleinen Schlawiner. Wir machen die regelrecht fertig, sage ich euch. Ja, komm, das wird. Wählt eure Verstärkung. Schicken wir die drei Venatoren vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Noch ein paar hiervon mit dazu. Ist ja auch immer schön. Ja, so ein bisschen Rückendeckung von den Freunden. Warum nicht? Zack, der kann weg. Ionenkanone feuert. Ja, komm, Ionenkanone, bla bla bla. Alle meine Jäger schwimmen auf dem See. Bomber unter Wasser. Station AD. Ein Gedicht von Stan für den Rest der Welt. Die greifen hier an, die schnappen sich die Bomber.
Ah, der hat schon wieder keine Schilde. Warum haben die denn keine richtigen Schilde? Was ist denn das? Also diese Venatoren, die gehen ja leichter in Flammen auf als ein Streichholz. Ich weiß nicht, wieso und weshalb, wer die Dinger so konstruiert hat. Hey, lasst uns leichte Schilde nehmen. Gerade in den Sommertagen ist das schön luftig. Mein Gott, gehen die mir auf die Nerven. Aber die hauen ab. Schwupps, weg waren sie. Sehr, sehr gut. So, Return to Galactic. Sehr, sehr schön. Genau, hier haben wir nochmal drei Schiffe. Auch die würde ich eigentlich gerne nochmal als eine Angriffsflotte verstärken, aber habe ich gerade nichts weiter da, was da helfen könnte. So, was sagt Fondor? Fondor sagt Danke. Konstruktion abgeschlossen. Boah, Fondor ist fast verteidigungslos. Pass auf, wir nehmen jetzt hier schnell Duro ein. Und dann würde ich aber sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Denn die 26 Minuten sind um. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie unser Feldzug gegen die Separatisten und ihre Konsorten, hier gerade so die Techno-Union, am Ende aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.